Wir sind jetzt auf ca. 1000 Meter Höhe über Meer in der Zentralschweiz im Kanton Obwalden, oberhalb von Sarnenstalden in der Stockenmatt. Wir hatten schon mal ein kurzes Video abgedreht von hier oben. Und ich möchte mit euch jetzt ganz kurz mal in die Gegend gehen, versuchen mal ein paar Eindrücke hier einzufangen, euch zu zeigen, wo wir hier sind. Hierzu drehe ich das Handy jetzt ab und zeige einfach mal ein bisschen hier die Gegend. Es ist schon ein bisschen am Eindunkeln und ich habe mein altes Handy bei mir. Hier sehen wir einen alten Stall, einen Kuhstall. Ja. Dieser könnte sogar von einem meiner Vorfahren gebaut worden sein. Ich möchte mich hier nicht auf die Äste herauslassen und etwas behaupten, was nicht stimmt. Doch mit großer Wahrscheinlichkeit ist es genauso. Und hier unten sehen wir das Haus von Alois Scherrer. Das war ein Entlebucher und ein Vorfahre von mir. Und ihr seht im Hintergrund wunderschöne Berge. Winterlich sieht es aus auf den Bergspitzen und hier unten hat es grüne, saftige Wiesen und auch diese Sonnenwirbel, dieser Löwenzahn. Hier oben nicht so stark wie weiter unten. So einfach ein paar Impressionen, ein paar Eindrücke von der Gegend, wo wir hier sind, Leute. Wir machen ja hier kein touristisches Video. Und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt die Absicht hatte, hier ein Video zu drehen. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Schaut mal den blauen Himmel. Ich nehme euch jetzt einfach mal ein bisschen mit auf diesen Spaziergang hier. Das tun ja, liebe Geschwister von mir, sozusagen fast täglich und ich bin begeistert. Manchmal mäßig begeistert, selbstverständlich, man ist nicht stets gleicher Meinung, beziehungsweise man hat auch unterschiedliche Meinungen, man hat unterschiedliche Empfindungen. Wir sind nicht alle gleichgeschaltet, auch nicht wir Gläubigen. Wir an Jesus Christus Gläubige, hier ist eine Vielfalt da, wie in der Natur, auch in der Menschheit. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten, es gibt verschiedene Charakteren und das macht die ganze Sache doch irgendwie auch spannend. So, jetzt kommen wir hier an ein wunderschönes Häuschen und hier hat es jetzt schon ein bisschen mehr diese gelben Blumen und hier dieses Häuschen. Sehr eindrücklich hier. Das ist das Green 1 hier. Gefällt mir sehr gut. Wir schwenken jetzt wieder rüber zu mir. So. Keine Ahnung, wie das rauskommt. Keine Ahnung, ob das etwas wird. Gott sei Dank und zum Glück können wir ja auch schneiden. Es gibt ja so Schnittprogramme. Ich kenne mich da weniger aus. Ich nehme das ganz einfache Schnittprogramm von YouTube. Es steht natürlich an, dass ich mich jetzt dann irgendwann ein bisschen weiterbilden werde. Das habe ich wirklich ernsthaft im Sinn zu tun. Und wir dürfen gespannt sein, wie es dann weitergeht. Ja, was wollen wir miteinander betrachten? Was wollen wir miteinander ansehen, Leute? Ich habe eigentlich nicht wirklich einen Text oder ein Thema jetzt präsent auf dem Herzen. Ich kann einfach ein bisschen das Mundwerk laufen lassen, einfach dich hier ein bisschen mitnehmen in diesen Spaziergang. Mir vielleicht die einen oder anderen Gedanken machen. Vielleicht schenkt der Herr mir irgendein Blitzgedanke, irgendetwas Inspirierendes, etwas, was uns
inspirieren könnte. Ich sehe jetzt hier auch, dass da vorne irgendwie eine Absperrung ist. Weiß der Geier weshalb? Und hier unten, ja, da habe ich verrückte Erinnerungen, da unten in diesem Häuschen. Dieses Häuschen da unten, das muss ich dir unbedingt erzählen. Siehst du, da vorne wird jetzt irgendwie gebaut. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber es ist ja auch notwendig, dass hier gebaut wird, weil diese Gebäude, die sind wirklich am Zerfallen. So, und ich sehe es jetzt selber nicht ganz genau, aber ich denke, es ist ersichtlich. Hier unten ist ein Häuschen. Und wenn wir hier ein bisschen nach rechts schwenken, dann sollten wir jetzt hier unterhalb, man sieht es nicht von hier aus, wäre dann der Bauernhof meines Großvaters und wir hatten ein Lebensmittelgeschäft. Und mittwochs durfte ich als kleiner Junge dann, wenn ich schulfrei hatte, Brot bringen. Und eines dieser Kilobrote brachte ich hier diesem Deckhans. Deckhans war sein Name. Und ich brachte ihm dieses Brot am Mittwoch, stieg hier den Hang hoch und da kam mir plötzlich ein ungebetener Gast entgegen. Und zwar war das ein böser Gückel. Herr Gückel, wie sagt man dem Gückel? Ein männliches Huhn, verstehst du? Ein Hahn, sagt man, ein Hahn, ja, ein Gückel. Und der hat mich ganz bitterböse angegriffen. Und ich kann dir sagen, so ein Gückel, das ist nichts Harmloses. Die sind zum Teil schärfer und schlimmer wie Wachhunde, solche Gückel. Und mein Onkel hat es gesehen. Mein Onkel hat es dann gesehen. Und der ist noch nie so schnell gerannt und konnte mich dann von diesem Gückel befreien. Er hat an einem Zaun, einen Zaun abgerissen und hat dem Gückel eine verpasst. Der hat 3-4 Drehungen gemacht und dann ist er wieder gekommen. Aber mein Onkel hat ihm den Rest gegeben. Ja, das ist mir jetzt einfach so in den Sinn gekommen. Schau, ich habe hier wunderbare Kindheitserinnerungen hier. Und ich gehe auch immer wieder mal hier hin. Jetzt haben wir hier ein Bänkchen. Da setzen wir uns jetzt. So, jetzt haben wir hier ein Bänkchen. Die Sonne blendet mir jetzt direkt ins Gesicht. Ah, oh, diese Sonnenstrahlen jetzt hier. Diese schneeweißen Berge, diese Wipfel hier. Ich zeige es vielleicht nochmal. Keine Ahnung, wie gut man es sieht. Aber es ist wirklich eindrücklich. Man hat... Und da unten ist der Bauernhof. Ja, kann ich nicht sagen. Sieht man vermutlich nicht so weit runter. Auf jeden Fall in diese Richtung ist der Bauernhof meines geliebten Großvaters, der am Schlafen ist. Selbstverständlich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, dass da meine Großeltern natürlich das Zeitliche längst gesegnet haben. Auch meine liebe, gläubige Großmutter. Die war gläubig, die hat Bibel gelesen, die hat den Heiland gekannt und hat auch viel vom Heiland erzählt. Und jetzt werde ich hier die Brille wechseln. Weißt du, eine Schwester hat mir mal gesagt, diese Videos von mir, die seien aus dem Grund interessant, weil man nie wisse, was nach der nächsten Ecke käme. Also quasi, es gäbe Überraschungen und deshalb bliebe man dran. Ja, das freut mich natürlich ganz besonders, wenn das so ist. Ich möchte auch ein bisschen Unterhaltung bieten hier und nicht zu steif sein. Tendenziell habe ich die Neigung, zu viel zu labern, zu viel zu quatschen. Und dieses Maß zu finden, da kann ich mich noch steigern. Und ich habe vorhin so ein Lied vor mich hergetrellert. Ja, ich singe gerne. Es ist einfach mit den Tönen so, dass ich diese manchmal ein bisschen verfehle.
Da ist mir aber ein Lied in den Sinn gekommen, das habe ich jetzt beim Hochfahren hier von Sarnen hier hoch, das sind ja circa 500 Höhenmeter, die ich da gemacht habe, habe ich dieses Lied getrellert hier. Ich kann den Text nicht, aber dieser Sänger hat so eine tiefe Stimme. Will somebody run out with some good looking job? Well, I'm looking for love. Honey, I'm tougher than the rest. Well, some good looking job. Honey, I'm tougher than the rest. Tougher than the rest. Text hat jetzt nicht gestimmt. Beim Amerikanischen ist es ja manchmal so, man kann einen Kaugummi in den Mund nehmen und dann irgendwas von sich geben und das tönt dann manchmal ein bisschen amerikanisch. Also das war ganz lustig bei meinem Hochzeit. Da hatten wir Musiker, ich sag dir, die konnten kein Englisch und haben englische Lieder gesungen. Echt wahr. Also die haben da why so some why you why why was some why Rivers of Babylon haben die einfach wie Kleinkinder einfach irgendwelche Worte gesungen. Die Melodie hat gestummen. Da kommt mir gerade noch ein anderes Lied in den Sinn. Aki, io parlerò se non è te. Aki. Tu non sei più qui, ma ora t'ho fatto male, ma scendomi solo così, pure tu sarò dietro spettero. Ah, ah, chi io parlerò? Se non è te, a chi? Siehst du, das ist verrückt. Also, versuch mal zu singen. Versuch mal zu einfach so zu singen. Und dann ziehst du einen Kopfhörer an und nimmst ein Gerät und nimmst das auf, was du singst, mit Kopfhörern. Machst eine Musik auf dem Kopfhörer und singst es. So, dass du dich selber nicht richtig hörst. Nur vielleicht der Gesang vom Kopfhörer und dann sing mal und dann schau mal, wie schräg das rauskommt. Hey, echt, voll schräg im Fall. Also ich habe es jetzt einfach scherzhalber gemacht und schau, was ich hier habe. Schau mal, was ich hier Süßes habe. Ein kleines Bibelchen. Ein neues Testament mit Psalmen und Sprüchen. Und wir werden das jetzt einfach hier aufschlagen, fast willkürlich. Okay, ja, es ist willkürlich. Ich möchte das nicht lesen hier. Ich möchte hier Johannes, ich habe etwas vorzulesen. Johannes, Kapitel 14. Jesus, der Weg zum Vater, Freunde. Jesus, der Weg zum Vater. Schau mal, wie süß das hier ist. Schau mal, wie süß dieses kleine Bibelchen hier. Das ist noch, da sind noch Papierbuchstaben, Leute. Das ist schon fast nostalgisch, ich weiß es. Viele haben diese Smartphones, wo sie mit den Fingern da rüberwischen können und so weiter und so fort. Ich habe hier ein altes Handy, das kannst du auf den Boden schmeißen, ist dann immer noch ganz und funktionsfähig. So für Leute, die auf dem Bau arbeiten, geeignet. Und ich bin ja manchmal auch ein bisschen ein Rüppel. Kann man das so sagen? Nicht so geschmeidig. Könnte ein bisschen geschmeidiger sein, ist auch mein Wunsch, geschmeidiger zu werden. Jesus, der Weg zum Vater, Leute. Wir lesen Johannes Kapitel 14. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, spricht unser Herr und Heiland Jesus Christus.
In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Gewiss doch nicht. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Jesus Christus wird wiederkommen. Und die in Christus Entschlafenen werden zuerst emporsteigen, Jesus entgegen in den Lüften, und wir, die wir noch leben, werden ebenfalls entrückt werden, wie geschrieben steht. Und wo ich hingehe, und wenn ich hingehe, euch die Städte bereiten will und wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Jetzt wird's lustig. Entschuldigung, meine Stimme ist am Versagen. Ich glaube, ich habe zu viel gesungen hier. Ja, ich habe wirklich eine halbe Stunde Vollgas gesungen. Sprich zu ihm, Thomas. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm. Ganz genau. Ich bin der Weg. Das ist so klein geschrieben, ich bin verrutscht, ich weiß es auswendig. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Dieses kennen wir. Diesen Vers habe ich schon 100.000 Mal gefühlt, vorgelesen oder frei zitiert. Johannes Kapitel 14, Vers 6. Und jetzt Kontext lesen. Jetzt wird es richtig spannend. Es bleibt spannend. Wenn ihr mich erkennt habt, so werdet ihr auch meinen Vater kennen, und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Den Vater im Sohn. Jesus Christus ist wahrhaft ganz Mensch und ganz Gott. Ein großartiges Geheimnis, und hier gibt es viele Debatten und viele verschiedene Meinungen. Doch wir lesen weiter. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt doch der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist ein Verheißungsbuch, Leute. Habt ihr diesen Satz gehört? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Herr Jesus Christus, wir bitten dich jetzt in deinem Namen, dass du jede Zuhörerin und jeden Zuhörer anrührst im Herzen. Dort, wo er deine Berührung braucht, dort, wo er deine Hilfe braucht. Vater, wir bitten dich im Namen Jesus für Freisetzung, für Heilung an Geist, Leib und Seele. Und danken dir, dass du Herzen öffnest, dies jetzt in diesem Augenblick zu empfangen. Lob und Preis und Dank, Vater, im Namen Jesus Christus. Herr Jesus Christus, wir bitten dich und danken dir in deinem heiligen Namen. Amen.
Amen, Amen. So, das war's jetzt wieder. Die Sonne geht langsam unter. Ich werde diese Atmosphäre hier noch ein bisschen für mich selber genießen und dann mich langsam wieder auf den Weg machen. 500 Höhenmeter weiter runter. Dort haben Geschwister von mir ein wunderbares Domizil zur Verfügung gestellt. Da kann ich ein und aus, wie und wann ich will. Und ich genieße das unwahrscheinlich. Ich bin so glücklich hier in den Bergen. Ich bin ein erwachsener Mann, der ein kleines Bergkind in sich trägt. Und dieses Kind, dieses Bergkind, das noch immer in diesem erwachsenen Manne lebt, das freut sich immer wieder, hier in diese Bergwelt zu kommen. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und gerne wieder reinschauen. Donnerstag, 17 Uhr, gibt es jeweils eine neue Schnauzerbotschaft und manchmal zwischendurch noch ein Goodie, je nachdem. Jedoch ganz sicher, Donnerstag, jeden Donnerstag zwischen 16 und 15 Uhr wird hier auf diesem Kanal ein Video hochgeschaltet. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Ich werde hier noch ein bisschen in der Natur rumschwenken, darfst noch ein bisschen dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, jetzt haben wir hier nochmal dieses schöne Häuschen. Ja, jetzt ist die Sonne ist am Untergehen jetzt. Vielleicht sieht man jetzt nicht mehr so viel. Aber es ist einfach traumhaft. Leute, es ist traumhaft. Wirklich wahr. Diese wunderbare Bergwelt. Und ich durfte hier, ich hätte fast gesagt, einen Großteil meiner Kindheit zubringen. Es war kein Großteil meiner Kindheit, aber ich möchte sagen, der größte Teil meiner Kindheit. Halleluja! Jetzt kommt die Sonne nochmal. Wunderschön. Seid gesegnet, Geschwister. Shalom und auf Wiedersehen.